Jo, was geht ab, Leute? Jenk ist nochmal am Start zu einem weiteren Video auf meinem Kanal und heute das erste offizielle EAFC 24 Video. Und zwar haben wir heute mein voraussichtliches Starterteam bzw. mein Traumstarterteam für die ersten Wochen in EAFC 24. Kurze Info vorab, es wird auf jeden Fall teuer, deswegen wir müssen viele FIFA Points ausgeben, viele FIFA Coins kaufen. Und wenn ihr das feiert, dass ich mein Starterteam zeige und eventuell günstigere Alternativen für euch sehen wollt, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Ich würde sagen 1000 Likes, dann droppe ich mal ein Video mit 100k, 200k, 500k Starter-Teams, die sich dann auf jeden Fall jeder von euch leisten kann. Deswegen einfach einen Daumen nach oben da lassen. Kommentiert auf jeden Fall eure Meinung zu dem Team. Ich habe es mir einfach irgendwie bunt zusammengewürfelt. Ich habe auch ein paar Frauen eingebaut, weil die sind ja dieses Jahr neu. Bin ich echt gespannt, wie das sein wird, wenn Männer gegen Frauen spielen. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass so ein, weiß nicht, so eine 1,70 Frau so ein Dike irgendwie wegscheppert. Aber okay, ich bin gespannt. Kommentiert eure Meinung dazu gerne auch in die Kommentare und lasst gerne ein Abo da, Leute. Wir sind auf dem Weg zu 100.000. Sehr, sehr cool. Danke für den Support. Und ich würde sagen, wir gehen rein in mein EAFC Starter-Team. Ich würde sagen, wir fangen ganz klassisch hier mit dem Dreieck an. Forward und Innenverteidiger. Die haben erstmal gar nicht so viel miteinander zu tun, beziehungsweise natürlich die Innenverteidiger, aber nicht der Torwart. Und da haben wir nämlich Donnarumma. Ihr wisst wahrscheinlich schon, worauf es hinausläuft. Mit PSG. Ja, ich sag ehrlich, Donnarumma, Klassiker, ne? Ihr wisst ganz genau, warum ich Donnarumma im Team habe. Ich will noch gar nicht zu viel spoilern. Könnt es euch wahrscheinlich eh schon denken. Aber Donnarumma ist auf jeden Fall höchstwahrscheinlich unser Keeper im Starter-Team. Innenverteidigung jetzt gar nicht so wie immer. Die letzten Jahre habe ich immer Marquinhos, Kimpembe gespielt. Immer. Dieses Jahr was anderes. Und zwar gibt es zwei Karten, die mich dieses Jahr wirklich sehr überzeugen. Von den Stats her vor allem. Ich finde Araujo ein bisschen asozial behandelt worden. Was sind das? Also ja, 86er Karte ist nicht schlecht. Aber 79 Pace? Habt ihr mal gesehen, wie er Vinny und so komplett wegpaced? Der Typ hat mindestens 85 oder so verdient. Aber egal, Araujo hat mich dieses Jahr schon von der Footies-Karte her sehr überzeugt. Und ich glaube, im neuen FIFA wird er auch genauso OP wie jetzt seine Footies-Karte. Deswegen, ich setze auf Araujo. Ich habe Bock auf den. Vor allem, Leute, spielt immer Spieler, auf die ihr Bock habt. Weil ich sage ehrlich, dann spielt ihr auch besser mit denen. Weil wenn ihr die Spieler fühlt, dann ist auch einfach cooler. Dieses Video wird von Ineba gesponsert. Falls ihr noch zum EAFC statt auf der Suche nach günstigen PSN-Karten, Xbox-Karten oder sonstigem seid oder auch vielleicht Game-Keys, wie zum Beispiel hier EAFC Ultimate Edition für den PC als Beispiel, dann seid ihr hier jetzt bei mir genau richtig. Ineba verkauft nämlich die günstigsten PSN, Xbox-Karten etc. und auch viele günstige Game-Keys. So könnt ihr zum Beispiel, wenn ihr euch jetzt die Ultimate Edition für EAFC 24 holen wollt, gerne hier über meinen Link eine 100 Euro PSN-Guthabenkarte für nur 86 Euro holen. Das heißt, ihr spart 14 Euro. Des Weiteren gibt es ganz viele andere Sachen auf Ineba, wie zum Beispiel Gamekeys. Hier seht ihr schon Steam-Spiele, Xbox-Spiele, PSN-Spiele, sogar Nintendo-Spiele und. Ihr seht es schon, ihr könnt euch theoretisch, auch wenn ihr hier am PC zockt, die EAFC FIFA-Points jetzt schon holen für 85 Euro statt 100 Euro, 12.000 FIFA-Points und ganz viele andere Sachen. Also ganz verrückte Preise auf der Website. Wenn ihr daran Interesse habt, dann checkt auf jeden Fall die ersten Links in der Beschreibung ab. Da ist alles verlinkt, PSN-Karten, Xbox-Karten und. Gönnt euch, Leute. Ineba, super. Aber jetzt der ein bisschen damit ihm zu tun hat, ist Koundé. Auch eine 85er Karte. Ich check gar nicht. Ich glaube, Koundé ist niemals schneller als Araujo, oder? 84 Pace, 86 Def, 80 Füße. Komplett geistkranke Stats. Ich finde das Kartendesign auch geil. So mit so einem richtig großen Face und dann darunter so die Stats klein. Bisschen gewöhnungsbedürftig, aber ich finde es eigentlich ganz cool. Eine coole neue Änderung. Schreibt auch dazu gerne mal eure Meinung in die Kommentare. Heute müsst ihr ganz viel in die Kommentare hauen. Jetzt wird es ein bisschen nostalgisch. Hat man eigentlich jedes Jahr. Ich sag ehrlich. Hakimi 84. Der Typ hat irgendwie auch jedes Jahr eine 84 oder 85, ne? Der kommt gar nicht hoch. Einfach jedes Jahr einer der besten Verteidiger der Welt, aber trotzdem immer das gleiche Rating gefühlt. Aber Hakimi, mit dem kann man nichts falsch machen, ist schnell, hat gute Stats, ist auf jeden Fall wahrscheinlich in den meisten Starter-Teams eh gesetzt und PSG-Link super. Gehen wir weiter auf den Linksverteidiger-Posten und da haben wir auch ein, ja, 82er-Karte, 89 Pace, super Stats. Ich sag ehrlich, passt gut rein mit PSG, ist gut linkbar, Portugal, Ligue A, PSG. Also ja, muss man nicht viel zu sagen zu Nuno Mendes und Hakimi, sieht auf jeden Fall cool aus und ich sag ehrlich, gegen die Verteidigung in der ersten EAFC-Woche hätte ich keinen Bock zu spielen, sag ich ehrlich. Es wird jetzt auch kein mega teures 20 Millionen Coins-Team direkt zum Start, kann ich euch jetzt schon spoilern. Ich werde jetzt hier nicht keine Icons einbauen. Es gibt hier zum Aufnahmezeitpunkt sowieso irgendwie noch keine Icons, kann ich euch mal zeigen. Hier, Zidane oder so, die finde ich einfach nicht. Ich finde seinen Sohn, Zidane. Aber wo ist der andere Zidane? Ohne Sinn. Also ich kann eh jetzt gerade noch keine Icons einbauen, weil das Video hier ein bisschen vorproduziert ist. Aber egal, das Starter-Team ist trotzdem sehr fresh geworden, finde ich. Ich würde sagen, wir können mal hier auf unsere 2 ZMs gehen. Eine Barcelona-Spielerin und ein Real Madrid-Spieler. Wir fangen mal mit dem Real Madrid-Spieler an. Das ist Valverde. Einfach so eine Monsterkarte bekommen. Alle Stats über 80. Und ich glaube, also der ist zwar nicht so leicht linkbar wegen Uruguay, aber die haben das Chemiesystem ja auch eh ein bisschen angepasst. Das heißt, der ist eh leichter zu linken als letztes Jahr. Also es ist möglich, ihn zu spielen.
Und ja, auf den habe ich Bock. Auf den habe ich ehrlich sehr Bock. Den im Mittelfeld, vor allem mit der Spielerin daneben. Die hat echt einen komischen Namen. Udeyas Segura. Junge, was sind das für Stats? 82 Pace, 90 Schießen, 91 Passen, 92 Dribbling. Also ich glaube, die Karte wird sehr teuer am Anfang und sehr krass. Also die als Offensiv und Valverde als defensiveren ZM kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich kann mir das echt immer noch nicht vorstellen, wie Frauen gut sein sollen im Spiel gegen diese ganzen Männer. Aber okay, ich werde mich überraschen lassen. Ich werde auf jeden Fall Frauen einbauen. Und mehr muss man, glaube ich, auch zum ZM nicht sagen. Ist sehr ausgeglichen, sehr stark. Es wird sehr teuer. Aber egal, die Coins müssen investiert werden. Ich habe Bock, direkt in der ersten Weekend League mit einem richtig krassen Team gegen diese ganzen 80 Rated Teams zu spielen. Ich habe richtig Bock, jeden zu nerven. Soll mein Team sehen und eigentlich direkt quitten wollen. So ein Ding soll das werden. Wer darf nicht fehlen, wenn wir schon Real Madrid einbauen? Vinicius Junior hat dieses Jahr so eine geistkranke Karte bekommen. 95 Pace, 82 Schuss, 90 Dribbling. Also dieses Jahr wirklich einfach eine Macherkarte. Aber auch sehr verdient. Ich finde Valverde, Vinicius, Araujo sehr verdient deren Rating. Natürlich Araujo gern noch ein bisschen höher, weil für mich ist er einer der besten Innenverteidiger der Welt. Aber auf jeden Fall Valverde, Vinicius sehr verdient. Sehr geile Karten. Und ich habe vor allem auch Bock auf Vinicius. Vor allem, wenn man sich den Stürmer an sich anschaut. Ne, wie krass das ist. Wir haben hier auch eine Hero-Karte direkt eingebaut. Ja, solche Champions League Hero-Karten. Julie. Keine Ahnung, wer das war. Aber der hat eine coole Karte. 90 Pace, 85 Schuss, 88 Dribbling, 88 Rated. Ist La Liga Franzose. Also passt auch hier perfekt ins Team. Jetzt kommt eine Spielerfrau, wo ich mir erstmal dachte, Bruder, ist das die Schwester von Osimhen? Weil ich check's nicht. Oshuala. Ich dachte, das wäre Osimhen auf dem ersten Blick. Ohne Witz jetzt. Aber dann habe ich gesehen, Barcelona, Nigeria. Und es ist ein anderer Name. Oshuala. Ja, keine Ahnung. Gute Stats. Barcelona passt perfekt ins Team. Keine Ahnung. Ich bin gespannt. Ich bin wirklich sehr gespannt. Kann aber cool werden. Ich sag ehrlich, ist auch gute Stats. 85 Physis vor allem. Ohne. Also, guck mal hier. 80 Physis hat Koundé. Die hat 85 Physis. Wie groß ist denn die? Junge, 1,69 mit 85 Physis. EA hat irgendwas vor dieses Jahr. Irgendwas hat EA vor. Wir wissen es nur noch nicht. 85 Füße mit 1,69, alles klar. Die haut dann Koundé weg, oder was? Bin gespannt. Und zu guter Letzt, wer darf nicht fehlen? PSG, ich habe schon angespoilert. Frankreich, dies, das, Ananas. Darf nicht fehlen. Er darf nicht fehlen. Wenn er 3 Millionen kostet, er kann 5 Millionen Coins kosten. Er muss ein Starterteam. Die Schildkröte Kylian Mbappé muss auf jeden Fall ins Starterteam. Jedes Jahr immer. Also er muss rein. Es ist einfach Pflicht, den einzubauen. Wenn man den bei der ersten Weekend League hat, wird es witzig. Vor allem mit diesem Team rumherum. Ich finde das Team sehr, sehr fresh. Wir haben auch 2 Frauen eingebaut. Deswegen ein bisschen Feminismus und so. Muss ja auch sein. Ich finde das Team fresh. Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Schreibt mir auch gerne Verbesserungsvorschläge, weil ich bin jetzt nicht so zufrieden mit diesem Julie. Ich finde ihn zwar cool, so vom Design her und so, aber vielleicht kann man da jemand Besseren hinstellen. Vielleicht statt Oshuala noch jemand Besseren, dass wir auf 33 statt 32 Chemie kommen. Aber mit Manager kommen wir auf jeden Fall auf 33 Chemie. Vielleicht sogar auf 33. Ja, ich glaube, auf 32 sind wir nur gekommen. Ja, vielleicht kommen wir sogar auf 33. Ich weiß gerade nicht. Auf jeden Fall mindestens auf 32. Schreibt mir gerne Verbesserungsvorschläge in die Kommentare. Ich finde es fresh. Ich sag ehrlich, ich habe sehr Bock auf das Team. Wenn ich es mir so baue, dann wird es auf jeden Fall sehr, sehr cool für die erste Weekend League. Und ja, Leute, ich würde sagen, das war's dann auch schon von dem ersten Team-Video. Wie gesagt, lasst mich gerne eure Meinung in den Kommentaren wissen. Lasst einen Daumen nach oben da. Lasst ein Abo da. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video von EAFC24. Bis zum nächsten Mal. Peace out und ciao, ciao.